Hallo Kollege, Sie übernehmen heute den P5642 von Dresden kommt Richtung Reichenbach-Vogtland. Bei schönstem Winterwetter fahren heute bis Flöhr, dort werden Sie abgelöst. Lassen Sie die Fahrgäste einsteigen, nach der Überholung durch den D962 erhalten Sie das Abfahrtssignal. Gute Fahrt. Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Witz vom Hell. Wir klicken das hier weg. Und wir sind auf der Strecke des Projekts, oder das Projekt Freiberg in Sachsen. Ich rüste mal unsere BR243 auf. Von Virtual Railroads. Keine Expert Line, muss man dazu sagen. Wir sehen, dass eine 243 ist schon anhand des Armaturenbretts hier vorne. Wir haben hier die Fahrstufen, die Bremskraft, die Zugkraft und die V-Soll. V-Soll kann ich leider nicht einstellen, da ich nirgendwo was gefunden habe. Ich hebe einmal den Pantographen. Ich möchte einen Scheibenwischerintervall von 7 Sekunden haben und die Fahrgäste steigen noch ein und zu. Wir sind Interrand. Wir können einmal nach draußen schauen. Und ihr seht schon, ich habe ein anderes Livery als standardmäßig dabei ist ausgewählt. Standardmäßig fährt man mit der roten hier. Des D-Zugs. Ich habe ein Repaint genommen, was ich schon länger auf der Festplatte liegen habe, immer nicht wusste, wo ich es euch mal zeigen kann, wo es Sinn macht. Ich wollte immer eine Reichsbahnstrecke haben. Jetzt haben wir die hier. Und zwar haben wir die 243001 als White Lady. So wurde sie bezeichnet oder wird sie bezeichnet in Kennerkreisen. Und das ist das Farbkleid, wie sie auf der Leipziger Messe der Meister von Morgen, so hieß die damals die Messe, als erstes vorgestellt wurde. Hier noch mit ein paar Zusatzfenstern, wahrscheinlich um den Maschinenraum zu erhellen. Schön die Puffer mit weißer Umrandung gestrichen. Richtiges Vorzeigeobjekt, unsere Lok heute. Wir werden von der östlichsten Seite fahren. Von Tarrant, dem östlichsten Bahnhof der Strecke. Richtung Westen. Hier nach Freiberg bis nach Flöha. Dem westlichsten Punkt der Strecke. Es gibt natürlich auch noch ein paar Nebenbahnen, die alle nachgebaut wurden. Die Strecke ist ungefähr angesiedelt, so Ende der 80er Jahre, 87 bis 89, kurz vor der Wendezeit. Und wurde so gut es ging nachgebaut, auch so, dass sie spannend bleibt. Also nicht immer hundertprozentig dem Original entsprechend, ist aber völlig okay. Laut Anleitung war es schwierig, für alles Gleispläne zu bekommen. Und vielleicht ergänzend zu der Strecke, bevor wir jetzt oder wenn wir jetzt losfahren. Die Strecke ist Freeware. So, kurz das 3GR zentrieren. Das Signal möchte bestätigt werden. Die Strecke ist Freeware, gibt es bei rail-sim.de. Dort könnt ihr auch mal nach dem Repaint für die Lok schauen. Im Dokument ist sehr gut beschrieben, mit Links, was ihr alles noch zusätzlich an Freeware downloaden müsst für die Strecke. So ist es besser. Und ihr könnt das Szenario-Paket separat installieren und auch dafür gibt es eine Anleitung, welches Rollmaterial ihr dann für das Szenario-Paket braucht. Das ist die letzte Aufgabe im Szenario-Paket, Tarrant Freiberg Flöhr. Im Winter geht 70 Minuten, die werde ich jetzt versuchen zu fahren mit euch. Und es werden zwei Payware-Add-ons benötigt. Das ist einmal hier diese 243-143 von Virtual Railroads. Das ist nicht die Expert Line. Und einmal die BR232 von Rail Simulator, Train Simulator. Ich habe lediglich mit W-Tools diese Lok ausgetauscht. Fällt mir noch nicht ganz mit dem Track ER.
deine Train-Simulator auch ein Update gekriegt hat, irgendwas mit 39.6a, war natürlich für das Track-ER-Plugin, was ja nicht von Train-Simulator kommt, ein Update notwendig. Und damit haben wir auch wieder ein paar zusätzliche Sichtachsen bekommen, mit denen ich meinen Kopf bewegen kann. Wir haben jetzt fast alle 6 Achsen komplett, das heißt, ich kann auch wieder so hier um Objekte rundherum schauen, so wie diesen Bremshebel. Und finde, ich habe damit wesentlich mehr vom 3D-Modell des Führerstands, als wenn ich nur 2 Sichtachsen nach hoch und links rechts habe. Also wir quälen uns jetzt erstmal hier den ersten Berg hoch zu unserem ersten Haltepunkt, Edle Krone. Wird mir größte Mühe geben, heute im Fahrplan zu bleiben. Nicht um unbedingt die Aufgabe erfolgreich abzuschließen, ich meine, das wäre natürlich auch schön, aber vielmehr um die KI-Züge so zu erwischen, wie der Aufgabenersteller sich das gedacht hat. Ja, und da kommt uns auch schon der erste entgegen, mit Dostos. Sehr schöner Makrofon-Sound. Weil der Lock hier, der gefällt mir sehr gut. So, die Türen auf. Ja, hinten, die sind. Na, der letzte ist nicht am Bahnsteig, okay. Das ist aber auch viel mehr so ein Gepäckabteilwagen. So, ich gehe schon wieder rein, da wir wahrscheinlich jetzt gleich weiter dürfen. So, wir verlassen den Haltepunkt Edelkrone, um in dem gleichnamigen Tunnel hier zu verschwinden, übrigens dem einzigen Tunnel auf der Strecke. Ansonsten werden wir uns gleich durch die Täler und Schluchten hier schlängeln. Viel Leistung aufschalten, um wieder bergauf hier auf die 80 km/h zu kommen. Kurven dürfen wir hier auch nur 80 fahren. Schneller ist gar nicht erlaubt.
Ah, sehr schön, wie die Radkränze in den Schienen quietschen. Anleitung ist auch noch ein sehr guter Link zur Wikipedia, wo die ganzen Signale erklärt sind. Das sind ja doch ein paar andere, als wir die aus dem westdeutschen Bundesgebiet kennen, zur damaligen Zeit. Es gibt auch Formsignale hier auf der Strecke, bei den kleineren Nebenstrecken, die wir in irgendeinem späteren Video mal erkunden werden. Die Signale, denen wir heute begegnen, können sehr viele Fahrbegriffe darstellen. Ich habe hier so eine Übersicht vor mir und versuche das mal richtig zu interpretieren heute. So, wieder ein Gegenzug. 243. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel 1. Müssen wir bestätigen. Ich würde mal sagen, das Signal sagt uns, dass wir gleich auf 60 reduzieren müssen irgendwann. Ein bisschen grün, was durchscheint. Obwohl ich extra ein Winterwetter gewählt habe, oder diese Aufgabe heißt ja auch so im Winter. Ich denke, der wird uns auch bald erwischen, dass es irgendwann mal doch jetzt Schnee gibt. So, wir bekommen hier nochmal das Vorsignal, was uns die 60 ankündigt. Sollten wir dann auch beim nächsten Signal haben. Die 60 km/h. Bei dem bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich meine, das heißt, dass man da mit 100 oder 80 wieder weiterfahren darf, mit Vmax später. Sind auch für mich sehr neu, diese Signale. Aber zuerst halten wir es erstmal in Klingenberg-Kollnitz. So, die Fahrgäste steigen ein und aus. Das heißt, wir können mal ganz schnell durch die Waggons rennen. Hier schön mit Seitengang, Abteile. So sahen die damals aus. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, mit früher
als Kind oft an die Ostsee gefahren mit dem Zug. Ah, das ist auch alles noch Abteilwagen, 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 Seitengangwagen. Finde immer noch besser diese Abteile als die Großraumwagen. Und das hier kenne ich auch noch. Das ist so ein rotes Kunstleder gewesen. Sehr glatt. Ziemlich assi. Habe ich nicht gerne drauf gesessen. Hier hinten ist dieser letzte Abteil Postwagen. Schauen wir uns die von außen nochmal an. Nichtraucher, Nichtraucher, Nichtraucher. Das sind hier alles Nichtraucherwaggons. Früher gab es dann auch immer noch mal ein paar Raucherwaggons. Dem scheint hier nicht so zu sein. So, jetzt stehen wir aber hier ganz schön lange. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu früh da war. Können mal schauen, okay. Das haben wir alles zeitlich gut gepackt. 13:14 sollte aber Abfahrt sein. So, mal ein bisschen hinmachen. Wir wollen doch weiterfahren. Ja, ich gehe schon mal guter Dinge rein hier in die Lok. Mach die Fahrmotorlüfter einmal an. Ja, wir dürfen auch schon weiter. Endlich. Aber nicht zu viel Schub. Hier wird es sehr winterlich. Scheint gerade ein Schneesturm zu sein. Ein Schneesturm nicht, aber die Sichtweite ist doch stark eingegrenzt. Aber wir dürfen 100 km/h fahren, da es jetzt ein gutes Stück geradeaus geht oder die Kurven nicht mehr so scharf sind. Schon mal auf 4 Sekunden umstellen. Auch sehr schön die Kurvenüberhöhung hier reingebaut. Wir fahren übrigens nach Niederbobritsch in 3 Kilometern. Oder Niederbobritsch. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich das alles richtig ausspreche. Bin kein gebürtiger Sachse. Bin überhaupt kein Sachse. So, ich möchte nochmal eine schöne Vorbeifahrt haben, so irgendwo von der Seite. Ja, sehr gut.
Hätten wir das bestätigen müssen? Habe ich bestätigt. Okay. Das heißt, wir müssen wieder auf 80 runter. Das Hauptsignal ist grün, okay. Keine Ahnung, was das Vorsignal uns da sagen wollte. Bremsen scheint aber generell eine gute Idee zu sein, wenn wir hier nicht beim Bahnhof durchrutschen wollen. So, wenn das da vorne blinkt, dann heißt es eigentlich, dass danach ein rotes Signal kommt, wenn es gelb blinkt. Das müsste ja gelb sein, oder? Oder nee, ich sagte, dass wir mit 40, 60 weiterfahren dürfen. Ich denke mal in dem Fall hier 80. Das ist gar nicht so easy, diese Signalbilder. Selbst mit der Übersicht, die ich hier vor mir habe, bin ich mir nicht so ganz sicher. Abfahrt. Ja, der Sound, der Hochspulsound, der ist ein bisschen schnell weg dann. Klingt ein bisschen doof. So, wir fahren jetzt hier mal mit 80 weiter und ich schaue mal, ob ich das bestätigen muss. Ja, muss ich. Sein hier unten. Wir fahren gerade über ein schönes Viadukt. In der Anleitung steht auch eine Menge zu der Strecke drin. Gleich nach dem Installationsabschnitt lohnt sich auf jeden Fall, das mal durchzulesen. Erfolgreich abgeschlossen, sind wir überall pünktlich gewesen. Also wie schon vorhin erzählt, die Armaturentafel hier, das ist die originale Armaturentafel der 243. Bei der Übernahme von der Deutschen Reichsbahn zur Deutschen Bundesbahn wurde einmal die Armaturentafel ausgetauscht gegen etwas moderneres Layout. Ein paar Funktionen, denke ich mal, werden da auch mit drin gewesen sein. Und die Baureihe wurde von 243 in 143 umbenannt. Ich denke mal, ganz einfach aus dem Grund, da bei der Deutschen Bundesbahn alle E-Loks mit einer 1 anfangen und die Diesel-Loks mit einer 2. Zum Beispiel die BR232, die wir auch noch sehen werden,
die hieß ja danach weiterhin auch 232. So, ich denke mal, hier bekommen wir die 60 angekündigt. Sind kurz vor unserem nächsten Halt, Multenhütten. So, danach dürfen wir wahrscheinlich wieder mit der normalen Streckengeschwindigkeit ausfahren. Fahrgäste steigen aus und zu und wir bekommen sogar noch im Gegenzug wieder eine 243 als Güterzug. Also ich meine gelesen zu haben, dass das auch der höchste Punkt ist der Strecke. Der Luftpresser hier. Ein bisschen sanden wegen dem Radschlupf. Doch mit sehr viel Zugkraft angefahren hier. Okay. Ausfahrt mit 60. Über dieses schöne Viadukt hier. Über die Mulde. Es regnet oder schneit nicht mehr so stark. Können wir das Intervall etwas höher stellen und dürfen auch gleich wieder 80 fahren.
halten demnächst in Freiberg. Dem namensgebenden Bahnhof der Strecke. Hier laufen schon mal die ganzen Gleise zusammen von den Nebenstrecken. Seht ihr gleich hier oben drüber die Brücken. Ah, da oben fährt auch schon ein Güterzug. Also ein richtig großer Bahnhof hier geworden auf der Freiberg-Strecke. In der Anleitung steht auch, dass das schon lange nicht mehr so aussieht oder ist. Auch damals nicht war, als sich da ein Gleisplan von 65, glaube ich, orientiert. Einiges schon stillgelegt worden. Aber für das Szenario als zentralen Bahnhof finde ich den wunderschön. Schön groß, kann man viel mitmachen. So, bis jetzt haben wir alles geschafft, das ist quasi unglaublich. So, wir schauen uns den Bahnhof mal an, stöbern mal ein bisschen rum. Um die Größe zu erahnen, werden bei uns hier wieder die Fahrgäste ein- und zusteigen, aber in Freiberg haben wir ein bisschen längeren Halt. Können wir hier rumschauen. Da hinten geht die Straße runter mit einer Unterführung, hier hinten haben wir noch einen Ringlokschuppen. Auch nicht schlecht. Mit 232ern hier drin stehen. Die habe ich ausgetauscht. Ist auch das noch. Zusätzlich habe ich diese auch noch ausgetauscht. Sonst stehen die hier in dem Standard DB Livery drin. Für die habe ich leider keinen Austausch gehabt. Ihr braucht auch nicht fragen, wo man diese Liveries herkriegt für die 232. Die gab es mal eine Zeit lang auf realsim.de. Sind dann aber wegen Copyright-Bedenken und Rechten, glaube ich, von da wieder verschwunden. So, die Personenwagen, die ihr hier alle seht, die sind alle größtenteils auch, oder die sind alle Freeware. In der einfachen Light-Version, vielleicht hat die kommerzielle Version da doch noch eine Innenansicht, das müsste man mal schauen. Ich habe da auch noch ein paar kommerzielle Versionen von. Die gibt es bei RW0381 oder die kommerziellen Versionen auch bei RW0381 im Shop. Mittlerweile auch bei Virtual Railroads im Shop. Ja, viel Güterverkehr, Rangierverkehr hier auf der Strecke. Eben ist noch ein D-Zug reingekommen hier. Schön mit Metroba-Speisewagen. So, muss ein bisschen schneller gucken. So, hier gibt es noch schönen Postwagen. Die kleinen, die kenne ich auch noch. Oder hier hinten diese dreiachsigen. 1, 2, 3. Oft auch auf Nebenstrecken benutzt. Und hier die alten Dostos. Deutsche Reichsbahn. Beheimatet eigentlich in Rostock. Okay. Sieht man aber auch auf alten Fotos schon aus den 40er Jahren. Vor Dampfzügen. Also ist jetzt keine Neuerfindung der Neuzeit. Hier auch mit diesem Fenster.
Sieht man auch mal von der Dampflok. Oder dahinter. So, ich denke, wir dürfen wieder. Pünktlich zurück. So, da wir schon die ganze Zeit Krach mit unseren Fahrmotorlüftern gemacht haben, können wir auch nochmal das Makrofon benutzen. Es geht weiter nach Kleinschirma. Ja, wie eben schon beim Ringlokschuppen erzählt, die 232er habe ich auch ausgetauscht gegen 232er mit Reichsbahn-Liveries, Repaints. Leider so nicht mehr verfügbar momentan. Es wäre schön, wenn derjenige, der die Repaints erstellt hat, das ist der Eis aus dem Railsim-Forum, wenn der mal auf Virtual Railroads zugehen würde, damit die ein passendes Paket dazu schnüren können. Weil die scheinen ja die Copyright-Rechte an dem Modell zu haben. Aber das ist eine lange Diskussion, die will ich hier gar nicht anbrechen. Kleine Erhebung hier, dann müssen wir schauen, dass wir die 80 wieder doch mit ein bisschen mehr Fahrstufen halten können. Einmal freundlich grüßen. Bei einer Computersimulation, da darf man das. Ja, und auch Freiberg haben wir pünktlich erreicht. So, jetzt scheinen wir über den Hügel drüber zu sein. Es geht wieder bergab. Klein Schirmer. Hier wahrscheinlich auch wieder durch die Kurven bedingt, Höchstgeschwindigkeit 80. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal mit einer Expert Line Lok fahren. So, jetzt dürften wir auch wieder 100 fahren, das lasse ich aber mal. Ich lasse einfach den Zug mal ein bisschen rollen und werde ihn gleich abfangen, dass wir da nicht durch den Bahnhof durchrutschen. Gegenzug an. Schön, 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 schön. So, das war eine bisschen harte Bremsung.
damit der Zug nicht wegrollt. Kompressor ist angesprungen und füllt den Hauptluftbehälter hier. Auch schön. Hier ist ein Postbehälter dran, Postwaggon dran. An dem KI-Zug. Das sieht auch nicht schlecht aus. War hinten ein bisschen unmodelliert. Eine schöne Begegnung hier. Mal sehen, wer zuerst losfahren darf. Ich denke mal, das werden wir sein. Und wir fahren nach Frankenstein in Sachsen. Ja, der Kollege steht noch eine Weile. Wir haben 4 Kilometer bis Frankenstein. So, auch wieder erfolgreich erreicht. Pünktlich im Fahrplan, wie es scheint. Es geht bergab, wir sollten mal ein bisschen gegenbremsen. Müssen wir uns natürlich von außen anschauen. Über das Viadukt hier. Müssen wir schon aufpassen, dass wir Frankenstein nicht verpassen und durchrutschen. So begeistert von dem Viadukt sind. Dicht an die Bahnsteigkante bitte gehen. So, und vor dem Übergang bleiben wir noch stehen. Und alles ein- und aussteigen, bitte. Ja, Frankenstein, nicht viel los, kein Schloss.
Ja, kleiner Scherz. Wahrscheinlich nichts mit dem Frankenstein zu tun. Hier hinten irgendwie der Gabelstapler rumflitzt. Nur mal ans Zugende gehen. Sehen wir die Originalkisten von George McQuaid verstapelt. Kisten und Fässer, Fässer und Kisten. Immer wieder neue Kisten aus den Kisten auslädt. Zack, das ist eine Endloskiste. Grandios. Fässer und Kisten, Kisten und Fässer bei George McQuaid. Ja, wir sind wieder recht früh da gewesen. Müssen wir einen längeren Aufenthalt haben hier in dieser Weltmetropole Frankenstein. Ich denke aber, es lohnt sich, die Fahrmotorlüfter schon wieder anzumachen. Einmal zum Makrofonieren, Bremsen lösen und anfahren. So, damit da hier keiner vor uns groß rumrennt. Weiter nach Öderan. Oder Oderan. Weiß ich nicht genau, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall sind das 7,2 Kilometer. Schön auf einer Schwalbe, der Kollege, oder war das eine Vespa? Wahrscheinlich war es eine Vespa. Ich muss heute relativ oft nach unten schauen und die Tasten suchen. Mit meinen Fingern oder mit meinen Augen. Mal ein bisschen schwierig, so runterschielen hilft nichts, da ist meine Brille zu Ende. Sehr schöne Häuser auch hier. Das werdet ihr sehen, wenn ihr die Strecke installiert. Falls ihr die installiert, müsst ihr, glaube ich, 4 Häuserpacks runterladen. Dafür gibt es sehr viel Abwechslung auf der Strecke. Das finde ich auch wichtig, dass man nicht immer denselben Häusern begegnet. Signal sagt grün. Strecke sagt gleich 80. Müssen wir mal ein bisschen langsamer werden. Da waren die 80 per Schild angekündigt. Weiß nicht, ob das dann am nächsten Signal gilt. Klingt zumindest schon mal. Haben wir gesehen. Bestätigen wir.
Scheinwäscher nochmal angepasst. Gegenzug. Schön Dostos wieder. Die werden wir auch nochmal fahren, die sind auch hübsch. Ein bisschen Angst hier so mit der Dampflok zu fahren. Erstmal weiß ich nicht, wie die Versorgung ist, ob es hier Wasserkräne und Sandboxen gibt zum Nachladen. Und ich stelle mir das mit den Steigungen hier richtig schwierig vor. Da steht eine 232. Da sind wir in Öderan. So, mal Lüfter aus, sonst versteht man ja sein eigenes Wort hier nicht. Ah, nicht so dicht dran zoomen. 243, 207. Ja, auf Wiedersehen, Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie mitgefahren sind. Auf Wiedersehen. So, kommt. Box machen wir mal weg. Und es geht weiter nach Falkenau. Scheint mir doch der Fahrbegriff zu sein, der das Signal eben gezeigt hat, dass man wieder gleich vor Max fahren darf. Da man den ja nicht mit der PZB auch nicht bestätigen muss. Also Strecken vor Max ist damit immer gemeint. Na, nicht von der Lok. Ah, Öderan waren wir auch pünktlich. Jetzt haben wir noch die vorletzte Haltestelle, Falkenau. So, da war ein Schild, dass wir wieder 100 fahren dürfen. Es geht bergab. Ich glaube, da sind wir gleich automatisch auf 100. Ortschaft da hinten.
kommen wir dann gleich. Ihr seht es vielleicht unten schon. In unserem Streckenmonitor. Dass er gleich eine 20 kommt. Wir müssen auf 20 km/h runterbremsen. Und dort werden wir das schönste und größte Viadukt der Strecke überqueren. Deshalb die 20 km/h, um das nicht weiter zu beschädigen. Die Geschwindigkeit musste laut Handbuch immer wieder herabgesetzt werden, um Schäden am Bauwerk zu verhindern. Mittlerweile gibt es da auch eine Nebenstrecke, eine Ausweichstrecke. Und über dieses Viadukt führt heutzutage ein Wanderweg. So steht es in der Anleitung. So, da sehen wir das schon auch schön in der Kurve. Also in der Kurve gebaut, das Viadukt als Kurve gebaut. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze von draußen lieber an. Und auch hier gibt es noch eine Nebenstrecke, die unter dem Viadukt durchführt, die nicht elektrifiziert ist. Dort sehen wir auch noch einen Güterzug mit einer 232. Die werden wir natürlich auch mal erkunden und ich denke mal von Flöha. Ich weiß jetzt noch nicht genau. Ich denke von Flöha geht es da auch hin. Per Schiene. Das sollten wir dann natürlich einmal machen. Aber erstmal schön dieses Viadukt hier. Leicht in der Kurve und heutzutage, wie gesagt, ein Wanderweg, kann man hier drüber wandern. So, von hier sind es dann noch 2,1 Kilometer nach Falkenau. Sobald wir das Bauwerk passiert haben, dürfen wir auch wieder 80 fahren. Ja, ich denke, jetzt die kleine Geschwindigkeitsüberschreitung ist nicht so kritisch. Wir sind fast runter vom Bauwerk. Eine km/h fällt auch nicht ein Stein gleich raus. Wir beschleunigen wieder auf 80.
Fall, genau. Passend halten. Die Türen auf. Vorne bei dem Bahnübergang sind zwar beschrankt, aber mag da trotzdem noch mal makrofonieren. Und das Signal natürlich bestätigen. Und es geht nach Flöhr in 2,5 Kilometern. Unsere Endstation des heutigen Videos. Flöhr sind, auch noch pünktlich sind, dann sollten wir diese Aufgabe erfolgreich sogar gemeistert haben. Wie gesagt, sehr schöne Strecke, gibt es bei rail-sim.de kostenlos. Bob hat das passend formuliert, das ist Freeware, da kann man nicht meckern. Und ich denke, die Strecke gibt auch gar keinen Anlass zu meckern. Vielen Dank an den Erbauer. Wenn der Erbauer irgendwo einen Spendenknopf hat, dann möge er das doch nochmal, vielleicht habe ich es im PDF noch nicht gesehen, aber möge er es doch ruhig mal irgendwo kundtun. Wird hier doch ganz gerne mal ein paar Euro in den Hut als Dankeschön werfen. So, rechts kommt hier die nicht elektrifizierte Strecke und ich meine, die führt unter das Viadukt. Müsste ich aber noch mal schauen, werden wir in irgendeinem späteren Video mal fahren. Endet erstmal unser Zug hier in Flöhr und damit auch das Video. Diese Folge von Bits from Hell, Let's Play Train Simulator. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Wir werfen gleich nochmal einen kleinen Blick auf unsere 243001 White Lady. Und warten noch, dass wir die Aufgabe als geschafft anerkannt bekommen. Hätte ich nicht erwartet, dass es klappt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Bits from Hell.